Miles Edgeworth ist wieder in Aktion, hier bei Phoenix Wright, Trials and Tribulations. Unser Phoenix macht ja jetzt einen auf krank, nachdem er so bekloppt war, auf einer brennenden Brücke zu laufen. Und Iris haben wir gerade verhört, die sehr, sehr verdächtig ist. Ich hab dich im Auge. Und ja, deswegen wird jetzt Miles Edgeworth zum Tatort gehen. Yes, 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 Hängebrücke. 8. Februar, Dämmerbrücke. Ganz schön kalt. Ach was, Edgeworth, ist nicht kalt. Der zittert nicht mal, der zittert höchstens aus Wut, dass es nicht noch kälter ist. Das ist sie also, die Dämmerbrücke. Herr Edgeworth! Inspektor Gumshoe. Lange nicht gesehen. Ist schon ein Jahr her, oder? Oder sogar noch länger. Das ist doch egal. Was nicht egal ist, warum schnüffelst du hier rum? Oh, ouch, was für ein harter linker Haken. Nun, ich freue mich jedenfalls, Sie zu sehen, Herr Edgeworth. Lass mich raten, du wurdest versetzt. Gute Wahl, die Unmenge von nichts hier oben muss recht einfach zu überblicken sein. Ich habe gehört, dass Sie wieder am Land sind, da bin ich prompt hier rausgefahren. Die Kollegen waren echt nett, sie überließen mir sofort die Ermittlungen. Typisch Gumshoe, schwer loszuwerden, wie ein Kaugummi am Schuh. Oh, Miles, sei nicht so fies. Ich soll über die Details am Tatort berichten, Sir. Und jetzt bin ich hier, Inspektor Dick Gumshoe. Melde mich zum Dienst. Großartig. Danke, Inspektor. Ich hatte erwartet, dass Staatsanwalt Godot bereits hier sein würde. Dieser Typ ist mir ein echtes Rätsel, das sage ich Ihnen. Staatsanwalt Godot? Warum fragst du? Ich dachte, der wurde von Edgeworth empfohlen, oder? Naja, erstmal, was passiert ist. Ich bin gerade erst wieder zurückgekommen, sodass ich nur wenig über den Fall weiß. Es ist ganz einfach. Nun, einfach ist relativ. Oh, wie ich Ihren beißenden Sarkasmus vermisst habe, Sir. Aber im Ernst, diesmal ist es tatsächlich kinderleicht. Es gibt eine Zeugin, die alles gesehen hat. Eine Zeugin? Ja, diese Bikini-Dame. Bikini-Dame? Hier? Auf diesem eiskalten Berg? Nun, wenn Sie die Details wissen möchten, sollten Sie selbst mit ihr reden. Ich muss wohl mit dieser Bikini-Dame, dieser wichtigen Zeugin reden. Dämmerbrücke. Das ist also die Brücke, von der Wright heruntergefallen ist? Jep. Ich war niemals so leichtsinnig gewesen. Vor dem Gehen schauen, heißt es doch, oder? Oder war es vor dem Gehen springen? Und? Ist irgendetwas auf der anderen Seite? Ja, ein altes Gemäuer, das innere Tempel genannt wird. Aber ohne Brücke kommt man nicht rüber. Schon mal was von einem Helikopter gehört oder sowas? Mongo! Was? Es lebt niemand hier, also wäre das kein so großes Problem. Aber jemand hat im inneren Tempel trainiert und ist nun dort gefangen. Ja, Wright hat es mir gesagt. Es ist Maya Fey. Oh nein, sie wieder? Im Moment ist es ziemlich windig, sodass eine Rettung aus der Luft unmöglich ist. Okay, dann hat sich das aus dem Helikopter wohl gelöst. Verdammt! Bis morgen wird es niemandem gelingen, den inneren Tempel zu erreichen. Wird sie diese Kälte überstehen? Wie ist die Brücke überhaupt abgebrannt? Wir sind zu fast 100% sicher, dass es ein Blitz war. Ein Blitz? Staatsanwalt Godot. Wer ist dieser Staatsanwalt Godot überhaupt? Ich habe noch nie von ihm gehört. Ja, er ist neu. Er tauchte auf, nachdem sie das Land verlassen hatten. Er ist ein absoluter Anfänger, aber niemand kann etwas Schlechtes über ihn sagen. Wie ist er so? Er ist erst seit kurzem Staatsanwalt, aber er ist gut, wirklich gut. Wenn er so gut ist, warum habe ich dann noch nie von ihm gehört? Ist er der leitende Staatsanwalt in diesem Fall? Und ob? Und Sie wissen schon wer, steckt auch mittendrin. Sie wissen schon wer? Phoenix Wright natürlich. Aus irgendeinem Grund hat der Godot auf Herrn Wright abgesehen. Oh. Ja, er scheint irgendeinen Hass gegen ihn zu hegen. Und was ist der Grund für diesen Hass? Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich über seine Maske lustig gemacht oder so.
Nichts davon ergibt einen Sinn. Ich sehe mir diesen Godard am besten selbst an. Blitz. Die Brücke hat also durch einen verirrten Blitz Feuer gefangen? Jep, gestern Abend hat es das erste Mal seit 3 Tagen geschneit. Es ist ein wenig ungewöhnlich, dass ein Blitz bei so einem Schneefall einschlägt. Aber laut Wetterdaten gab es definitiv einen Blitzeinschlag. Wetterdaten, zur Gerichtsakte hinzugefügt. Gucken wir uns natürlich mal an. Wetterdaten, ein regionaler Wetterbericht für den Abend des Verbrechens. Adlerberg vom 7. Februar, Schneefall und gelegentlich Blitzeinschlag. Schneefall ca. 19 bis 22.15 Uhr, Blitzeinschlag ca. 22 bis 23 Uhr. Blitzeinschlag in Dämmerbrücke um 22.45 Uhr, das Feuer brannte etwa 30 Minuten. Das ist aber detailreich, du. Ich verstehe, das ist ein ziemlich detaillierter Wetterbericht. Fast schon zu detailliert. Darin steht sogar die genaue Uhrzeit des Blitzeinschlags in die Brücke. Oh, das! Wir haben diese Information von der Aussage eines Zeugen. Jemand hat gesehen, wie der Blitz die Brücke traf. Wer ist der Zeuge? Tut mir leid, ich frage nachher einen der örtlichen Polizisten. Okay. Wollen wir irgendetwas präsentieren? Karte, Okkult, Foto von Elise, Wetterdaten, Profile. Ich präsentiere jetzt einfach mal Godard. Ich höre oft von talentierten jungen Kandidaten für die Staatsanwaltschaft, aber von ihm habe ich bisher noch nie etwas gesehen oder gehört. Ich muss zugeben, er ist schon ziemlich seltsam. Er war eines Tages einfach da, mit einer großen dampfenden Kaffeetasse in der Hand. Klingt nach einem interessanten Gesellen. Ja, die Staatsanwaltschaft trinkt inzwischen immerzu doppelte Espresso Macchiatos. Ach, wir haben Phoenix Wright sogar im Profil drin. Ein Grundschulfreund, er fiel von der Dämmerbrücke und liegt im Krankenhaus. Oh ja, da steht ja nur neutrales Zeug drin. Ich dachte, jetzt wäre da noch so ein lustiger Kommentar. Gehen wir mal zum Haupttor. 8. Februar, Hasakura-Tempel, Haupttor. Hey, Edgy, was hat dich aufgehalten? Mir ist kalt und mein Hirn ist schon total erstarrt. Ja, nicht, dass du irgendein Hirn hättest, mein Freund. Ich wusste, dass es ein Fehler war, wieder in dieses Land zu kommen. Was soll das heißen? Wright kommt wieder in Ordnung und der Fall ist alles andere als ungewöhnlich. Und ich stehe plötzlich als Verteidiger einer Frau da, die des Mordes angeklagt wird. Hey, Sekunde! Moment mal! Einspruch! Was geht dir vor sich, Herr Edgeworth? Das ist schwer zu erklären, aber eins führte zum anderen und... Was für eine lahme Entschuldigung ist das denn? Du willst Verteidiger sein? Staatsanwalt Edgeworth ist Staatsanwalt, deshalb heißt er auch Staatsanwalt Edgeworth. Staatsanwalt Edgeworth! Verteidiger klingt doch total schwachsinnig, Junge. Nicht wahr, Staatsanwalt Edgeworth? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich eigentlich bin. Mann, Edgy. Da sehe ich dich ein paar Jahre nicht und schon ist dein Herz erstarrt. Ohne Quatsch, ich liebe diese Szene. Ich würde eher erfroren sagen, es ist eiskalt hier. Iris hat sie nicht ermordet, das war jemand anderes. Ich weiß es einfach, okay? Vertrau mir nur dieses eine Mal. Immer noch der alte Romantiker, nicht wahr, Larry? Aber egal. Ich werde trotzdem alles dran setzen, um ihre Unschuld zu beweisen. Zumindest bis ich den Stab wieder an Wright zurückgeben kann. Alles klärchen, dann reden wir halt mit Loris. Iris. Mann, ich sag's dir, Iris ist so süß. Oder Edgy, das findest du doch auch, oder? Was ist los? Warum bist du so still? Nun, ehrlich gesagt, deine Bemerkung gibt mir größten Anlass zur Sorge. Könnte es vielleicht sein, dass du an ihre Unschuld glaubst, weil... Ach komm schon, so ein süßes Mädel kann auf keinen Fall eine Mörderin sein. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte doch recht. Ich hätte niemals zurückkommen sollen.
Nein, nein, keine Angst. Diesmal weiß ich, was wahr ist. Ehrlich. Wenn ich für jede Äußerung dieser Art 1 Cent bekommen hätte. Es ist nur so, dass... Also, Iris ist ein zartes Blümchen. Man darf sie nicht zu sehr unter Druck setzen. Verstehst du? Hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Larry. Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Hä? Die Verbrechensnacht. Larry, wo warst du am Mordabend und was hast du getan? Larry? Was? Jetzt sag nicht. Glaubst du etwa, ich wär's gewesen? Was? Hau ab, nimm deinen Shutterchat und mach, dass du mir aus den Augen kommst, du Widerling. Hoffentlich stürzt du mit deinem blöden Flugzeug ab. Ich frage dich noch einmal. Am Mordabend, wo warst du da und was hast du getan? What the hell? Och nein! Das dachte ich mir. Eine Psychoblockade. Tut mir leid, Mann. Du kennst mich doch. Ich kann mich bloß nicht daran erinnern. Mein Kurzzeitgedächtnis ist total hinüber, Mann. Mann, der Typ regt mich auf, ey. Der hätte sonst wo bleiben können. Mülleimer oder so. Gehen wir mal Elise Jöcks nehmen. Ich kann's immer noch nicht glauben. Sie war so ein toller Mensch. Aber irgendjemand versucht, diesen Mord meiner süßen kleinen Iris anzuhängen. Edgy, bitte, ich zähle auf dich. Tja, ich hatte gehofft, dass du mir ein bisschen mehr dazu sagen kannst. Na gut. Ich hab's. Ich werde dir ein Porträt malen. Wie wär's damit? Wenn du schon fragst. Na gut. Ach echt? What the hell? Iris. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas verbirgt. Etwas Dunkles, Mörderisches. Könnte sein. Immerhin ist sie sehr schüchtern und ihr sind Dinge schnell peinlich. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Warum nicht? Pass auf, ich kenne mich mit sowas genau aus. Komm schon, Edgy. Du bist doch ein Kerl. Viele Mädchen sind wie Iris. Gib's schon zu. Aha. Nun, auf jeden Fall hast du schon mal dich selbst überzeugt. Mann, ich liebe so schüchterne Mädchen. Das ist so süß. Kann sie das verstehen? Er kann immer noch nicht auf andere hören, wie ich sehe. Manche ändern sich eben nie. Ja, können wir dann über was Neues reden? Nein? Wollen irgendwas präsentieren? Na, ein Foto von Elise kann ich ja zeigen. Aber nein, das führt auf dasselbe hinaus. Na dann, bewegen wir uns fort. Ich habe wahrscheinlich sowieso nicht genug Beweise für den. Haupthalle. 8. Februar. Hasakura-Tempel. Haupthalle. Hey, hallo. Wie geht's denn so? Ganz gut, nehme ich an. Hä? Wer ist das denn? Ich heiße Miles Edgeworth. Ach du grüne Neune, ein schicker Junge wie du ist stets willkommen. Wenn die Umstände nicht so tragisch wären, würde ich... Bitte nicht, Junge. Tut mir leid, ich will keine Umstände machen. Aber ich suche nach einer Frau in einem Bikini. Oh Gott, das Bild, diese Situation nicht so gut. Nun, du hast sie gefunden. Und, was kann ich für dich tun? Auf einmal dreht sich so in seinem Kopf, drehen sich alle Bilder um, der Magen dreht sich auch langsam um. Tut mir leid, aber ich sehe keinen Bikini. Wenn du liebst fragst, darfst du vielleicht mal gucken. Ah, nein, nein. Bah, verdammt, jetzt ist der ganze Tag gelaufen. Jetzt habe ich das Bild im Kopf, der ganze Tag ist gelaufen. Danke. Herr Edgeworth, Benny. Das ist die Äbtin, Schwester Bikini. Sie ist die Zeugin. Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Genau deswegen wird dein Gehalt ständig gekürzt. Mein Magen knurrt schon vor lauter Protest. Also,
Was gibt es Neues über meine liebe Iris? Uah, dieser Blick. So viele Eindrücke auf einmal. Nun, zunächst, ich würde gern hören, was Sie wissen. Oh mein Gott. Ich muss den Part beenden. Jetzt sind so viele Sachen auf mich eingewirkt. Ich muss hier verschwinden.